Was ist denn eigentlich das? Ist das noch ein Gasthaus? Mal reinschauen, bevor ich zu Dernica gehe. Hui. Das sieht ja interessant aus. Ist das nicht so ein... Klinge und Schatten, Stille und Tod, das sind meine Künste. Gegen eine geringe Gebühr erschaffe ich wunderbare Kunstwerke für euch. Hm. Bewegt euch immer im Schatten, damit ihr eure Feinde seht, bevor sie euch sehen. Eine Dunkelelfe als Wegbegleiterin. Hm, ich weiß nicht recht. Aber... Oh. Das war doch bei diesen Hexen. Die haben doch so etwas geopfert hier. Hm. Ist das der Wirt? Hallo, mein Freund. Auf der Suche nach Jagdzubehör? Ja. Ich habe draußen das Schild gelesen. Trunkener Jägersmann? Ja, diese Frage höre ich des Öfteren. Mein Bruder Anoriad und ich kamen darauf, nachdem wir eines Nachts etwas zu viel Met getrunken hatten. Danach sind wir noch auf eine nächtliche Jagd gegangen. Wir wurden getrennt und in seinem betrunkenen Zustand hat mein Bruder mich für einen Hirsch gehalten. Er schoss einen Pfeil auf mich, der mir dann im Hinterteil stecken blieb. Nach diesem denkwürdigen Abenteuer hatten wir den richtigen Namen für unseren Laden. Hm. Ja, verstehe ich. Verstehe ich, Elfenbruder. Hier, kann man bei euch irgendwie arbeiten? Kann man als Jäger anheuern? Versucht es bei Hulda, der Wirtin der beflaggten Meere. Aha. Einfach die Straße hoch, in der Nähe des Markts. Ihr solltet es auch in Drachenfeste versuchen. Es ist so viel los, dass der Jarl oder sein Vogt Hilfe gebrauchen könnten. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Habt ihr irgendetwas zu verkaufen oder ein Zimmer anzubieten? Vielleicht sind ja eure Zimmer hier günstiger. Pfeil und Bogen für den mächtigen Jäger. Aha, ihr seid also eigentlich nur ein Jagdgeschäft. Hm. Naja. So richtig gute Pfeile hat er aber nicht, ne, mein Freund. Ein Becher? Hm. Naja. Ach, wo ich gerade dran denke. Ui, der ist nicht schlecht. Aber weit außerhalb unserer Möglichkeiten. Ja, du hast dann im Grunde nichts. Ich sehe es ein. Aber hier vielleicht, ne? Oh, eine Rüstung. Eine Rüstung von einem Elfen. Tjo, die wäre doch mal... No, das wäre doch mal was. Daraufhin könnte man doch schon mal sparen. Könnte ich mir zwar schon leisten, traue ich mich aber nicht. Hast du vielleicht Salz? Nein. Schade. Ach nee, hier. Ja, genau. So, schauen wir mal, dass wir wieder Salz bekommen. Olaf und der Drache. Hm. Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Ganz meinerseits. Ein wirklich schönes... Ein schönes Häuschen habt ihr da. Eine schöne Inneneinrichtung. Kann es nicht anders sagen. Na gut. Auf geht's. Auf geht's? Ja, wohin? Moment mal. Zu Dernica? Ja. Ja. Aber vielleicht davor doch erstmal... zu Billetor nochmal, ne? Oder? Ich weiß nicht, habe ich noch was? Ach nee, halt, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Ich
denke mal, hier wäre ein ruhiges Eckchen. Ich habe doch noch ein Buch. Was ist denn das? Eisenerz wird in Silbererz oder Silbererz in Golderz umgewandelt. Hört sich gut an. Hört sich sogar sehr gut an, obwohl ich zurzeit eher Eisenerz brauche als Silbererz. Aber... oh, könnte man einmal brauchen, ne? Was gafft ihr denn so? Ich hab ganz sicher keine Angst vor euch. Auch Jung, Mädchen, Hunde, Alte. Es gibt niemanden, mit dem ich es nicht aufnehme. Ja, ja. Die elterliche Erziehung lässt hier zu wünschen übrig. So. Ach ja, hier war das noch mit diesem... mit deinem Sohn. Keine Ahnung. Warte mal hier. Die besten Stücke vom frisch erlegten Wild. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Warte mal kurz, ich muss noch mal schauen. Genau. Salz. Gute Jagd. Danke. So, dann... kommt schon, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. In den Tempel. Und ein Gebiet wäre auch nicht so schlecht. Nun, habt ihr diesen elenden Hexenraben Nesselfluch abgenommen? Tatsächlich, ich hab hier ein Messer. Ist es das? Oh, ich... nun, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ihr wiederkommt. Aber natürlich stimmt mich eure Rückkehr sehr froh. Nun, ich will dieses Ding aber eigentlich gar nicht anfassen. Könntet ihr euch vielleicht um alles Weitere kümmern? Was genau muss denn getan werden? Ahnenschimmers heiliger Hain befindet sich östlich von hier. Ihr könnt Nesselfluch verwenden, um etwas von seinem Harz zu gewinnen. Mögen die Götter euch sehen. Habe ich richtig gehört, dass ihr zum Ahnenschimmer Hain reist? So, das stimmt. Kann ich euch irgendwie helfen? Ich bin ein Reisender, ein Pilger. Ich folge der Stimme von Kynareth, wo auch immer man sie hören kann. Ich träume schon seit Jahren davon, Ahnenschimmer zu sehen. Darf ich an eurer Seite reisen? Ich verspreche auch, nicht im Weg zu stehen. Na gut, dann, wenn ihr euch mir anschließt, dann kann Lydia sich ein wenig ausruhen hier. Ihr seid zu freundlich. Wo ist Lydia? Lydia? Ich bin direkt hinter euch. Ja, ich denke, hier trennen sich erstmal wieder unsere Wege. Wie immer hast du mir geholfen, besonders beim Hausbau. Ich danke dir. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Alles klar. Drachenfeste, ne? So, ich werde trotzdem erst nochmal beten. Ist vielleicht ganz gut. Kynareth, oh du mächtige Göttin, hilf mir auch weiterhin, jetzt das nächste Abenteuer zu bestehen, den Baum, deinen Baum, wieder zum Leben zurückzuführen. Ja dann, wie ist euer Name? Maurice Yondrill. Dann, seid gegrüßt und willkommen. Es wird eventuell, könnte es eine gefährliche Reise werden. Das Ganze geht aber mit meinem Navigationszauber recht gut. Also, los geht's. So, dann erst mal raus. Sammle Stücke und ziehe Schmuck, gefertigt vom besten Schmied von ganz Himmels. Tja, hier ist ja was. Hier ist ja richtig was los. Ich muss mir aufpassen, dass man niemanden über den Haufen rennt. Oder dass man über den Haufen gerannt wird. So, aber jetzt. Auf geht's.
Schauen wir mal, was der Navigationszauber sagt. Schnee, Schnee, Schnee. So weit das Auge reicht, Schnee. Maurice. Kann ich ihm vertrauen? Nun, er scheint auf alle Fälle ein Pilger zu sein. Warum also nicht? Warum nicht? Winterkohl, er wächst. Er wächst. Und hier wird immer noch gemahlen. Getreide, Wintergerste, Wintergetreide. Hier die Honigbräubrauerei. Honigmietbrauerei? Wie heißt sie genau? Mal schauen. Ah, doch, doch. Honigbräubrauerei. Kann man dir auch mal einen Besuch abstatten? Wenn ich denn schon in der Schwarzdornbrauerei war, dann wohl auch bei der Konkurrenz hier, ne? Mal schauen, was er sagt. Willkommen. Ich bin der Besitzer der Honigbräubrauerei. Tja, da waren die Schwarzdorn, die waren gesprächig, ja. Habt ihr was zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Ja, das ist nicht viel. Das ist, um ehrlich zu sein, gar nicht viel. Ich habe wenigstens gedacht... dieser Tropfen, der ist echt teuer. Ich habe wenigstens gedacht, du hast ein bisschen Salz. Na dann nicht. Also gut. Tja, hier ist ja überhaupt niemand. Also, weiter geht's, Maurice. Wo? War da nicht um eine Brücke? Oh, oh. War hier nicht immer eine Brücke? Bin ich heute noch richtig? Ja. Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Na, ja, lassen wir die Ratte. Solange sie mir nichts tut. Ja, dort hinten. Es geht also zu den Waldheim-Dürren, wo wir die Banditen verjagt haben. Ist das der Mond dort hinten? Könnte sein. Der Mond über Himmelsrand. Wie weit ist es dann hin? Hier, wenn es so bewölkt ist, dann sieht man gar nichts. Weiter geht's. Schneesturm wird immer stärker. Dort hinten, ja. Das sind die Türme. Da kann ich mich ein wenig aufwärmen. Eventuell ein bisschen zu mir nehmen. Was ist das eigentlich dort oben? Eine Feste? Eine Gruft? Wie das Ölsturzhügelgrab? Viele, viele Gräber gibt es hier. Mit Raugern, Untoten. Ich habe einiges an Schriftrollen, die ich auch immer mal nehmen sollte.
wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Hier wieder diese Wegweise. So, Iverstadt. Ja, das ist der Weg nach Iverstadt. Und der Weg zu unserem Haus. Komme ich dazu mal an meinem Haus vorbei? Ja, ich möchte aber demjenigen das hier nicht preisgeben. So sehr vertraue ich ihm nicht. Und sich hier wieder welche bereit gemacht? Nein. Nein, so, hier. Kurz zwischen Stopp halten. So, was essen. Jo, so ein Fasan, der ist nicht schlecht. Haben wir eigentlich wieder vergammeltes? Nein, haben wir nicht. Oh, das stimmt ja. Ich habe ja mir Wasserbehälter hergestellt. Da kann ich ja im Grunde, kann ich ja da auch davon trinken. Wenn ich die denn mal füllen würde. Das wäre doch auch mal eine Idee. So, probieren wir es mal. Kann ich die eigentlich auch abkochen? Kann ich das Wasser hier auch abkochen? Von den Behältern? Von den Wasserbehältern? Mal schauen. Den Fasan noch schnell mitbraten. Kohl. Jo, warum nicht? So, wollen wir schauen. Ja. Sehr schön. Denn abgekochtes Wasser ist immer besser. Dann wird man nicht so schnell krank. Falsche Richtung. Hier ist die richtige Richtung. Ja. Ja. Das ist die richtige Richtung. Tja, ich weiß immer noch nicht genau. Das müsste Trifton sein, oder? Weil Iverstadt, und da kommt man ja hier nach Iverstadt, ist ja im Distrikt von Rifton, so wie es aussieht, oder? Oder was bedeutet dieser Bär? Was bedeutet dieser Bär? Welche Grafschaft ist das? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich hätte vielleicht Danica doch mal fragen sollen, wo das ist, damit ich eine ungefähre Richtung habe. Ah, noch ist alles in Ordnung hier. Da drüben mein Haus. Ja, da bräuchte ich Möbel. Und da bräuchte ich also wieder Eisenbarren und Stahlbarren jetzt auch. Halt! 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 Halt. Halt. Ah doch, Entschuldigung. Hab's nur nicht gesehen. Tja, wie weit mag es sein? Aber jetzt ist immerhin das Wetter viel besser. Wolken aufgerissen. Sind wir ja schon fast in Iverstadt. Legenden. Drachenblut. Ist der vom Himmel gefallen? Das kann ich. Das Gold nehme ich nur mit. Das andere ist mir zu schwer. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht.
So, hier ging es doch nach Winterfeste, oder? Hier diese Feste, die werde ich mir auch mal anschauen. Wenn mein Haus steht, komplett ist, dann kann ich nämlich immer von dieser Feste wieder hier in mein Haus zurück. Und kann mir eventuelle Wertgegenstände einlagern. Was ist das? Hier geht's jetzt aber woanders hin. Hier rüber. Sicher? Dann ausgezogen. Rübergeschwommen. Und los. Wieder angezogen. Und nass ist man. Nass. Hier rauf geht's. Was ist das? Heiße Quellen? Sie blubbern vor sich hin. Schau dir das an. Es scheinen doch warme Quellen zu sein. Und hier friert man zumindest nicht. Wo geht's weiter? Das würde ich nie finden. Könnte ich gar nicht finden, ohne meinen Zauber. Aber schön ist es hier, ne? Wir haben uns einen wirklich schönen Platz für unser Haus ausgesucht. Hier gleich in der Nähe. Die heißen Quellen. Nicht schlecht. Nicht so schlecht. Tja, jetzt sind wir schon ganz schön herumgewandert hier. Hier weiter. Da drüben. Das sieht doch vielversprechend aus. Ein Spalt. Ja, eindeutig. Hier scheint es zu sein, Maurice. Und da kommt auch schon ein Drache.